Hi, ich bin's wieder. Es ist Sonntag, wir haben den 2.4., was bedeutet, in genau 10 Tagen geht's für mich los. Aufgeregt bin ich noch nicht wirklich. Ich glaube, das kommt einfach daher, weil ich mich die ganze letzte Zeit einfach mit diesem Thema Weltreise, was ich mitnehme, wo lang ich gehe, wen ich alles sehen möchte oder was ich alles sehen möchte, beschäftige. Deswegen schon fast wie so ein Teil meines Lifestyles geworden. Ich denke aber, dass es im Flugzeug kommen wird. Wenn ich dann einfach realisiere, Mr. Markus, es gibt nur noch einen Weg und der ist weg von zu Hause. Also ein bisschen in Anführungszeichen, ich freue mich schon tierisch drauf. Aber dass es einfach für das nächste Jahr einfach kein Flugticket nach Hause geben wird. Ich fand es immer sehr hilfreich und praktisch von anderen Backpackern, World Travelern, wenn die gezeigt haben, was in den Rucksäcken ist. Einfach weil man so viele Tipps nochmal bekommen kann und einfach auf neue Ideen kommt, auf die man gar nicht selber gekommen wäre. Das heißt, irgendwelche Kabelbinder mit einzupacken, weil man damit das Ladegerät zusammen machen kann. Oder das Ladegerät oben ans Bett binden kann, wenn man jetzt in der zweiten Etage in einem Stockbett sitzt oder liegt zum Beispiel. Lauter solche Sachen. Und deswegen möchte ich heute die Zeit nutzen, um euch einfach zu zeigen, was ich mitnehmen werde. Was ich in meinen zwei Rucksäcken habe, die ich als Handgepäck bei mir führe. Das ist das einzigste Gepäck, was ich bei mir habe. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit dem Fjällräven-Kanken an. Das ist so mein Daybag, den ich einfach unterwegs zu den verschiedenen Attraktionen, sei es Tikal, Machu Picchu, irgendwelchen ja, Maya-Tempeln oder Strände, die ich besuchen werde, mitnehmen werde. Und so, den habe ich gebraucht, gekauft, einfach weil mir 70 Euro oder 80 Euro, glaube ich, kostet der, zu viel sind für 9. Und ich finde, der hat schon einen ordentlichen Used-Look. Ja, mir persönlich gefällt es. Ja, schauen wir einfach mal vorne rein. So, die zwei wichtigsten Sachen natürlich, Reisepass, ohne den geht es nicht. Ich habe jetzt hier noch ganz viele leere Seiten. Ich hoffe, dass sie einfach gefüllt sein werden nach diesem einen Jahr. Einen kleinen Tipp von meinem Arbeitskollegen, den ich bekommen habe, macht euch eine Büroklammer rein. Dann kommen die schon gar nicht auf die Idee, irgendwo mitten reinzustempeln. Das Zweite, ich habe mir so einen kleinen Reisegeldbeutel gekauft von Tatonka. Super praktisch, der passt in die Hosentasche rein, alles Wichtigste ist dabei. Ich habe jetzt sporadisch mal gefüllt. Meine verschiedenen Visakarten, mein Führerschein, Personalausweis, jetzt die was ist Meilenpunkte-Sammelkarte von Top Bonus. Das ist das Programm von Air Berlin, da sind ganz viele mit dabei. Ich habe noch eine von Delta und von Miles & More, sprich dieses Lufthansa-Ding. Ja, man muss sie nicht unbedingt mitführen. Ich werde mir das Ganze auch die Nummern rausschreiben und einlaminieren, einfach damit ich das ganze Platz sparen bei mir habe. Ja, die erste Karte ist schon weggeflogen. Also einen kleinen Reisegeldbeutel. Ich mache nachher noch Bilder von den verschiedenen Sachen, sei es irgendwelchen Kleinkruscht, Klamotten, Technik-Sach, einfach damit man so ein bisschen den Überblick hat. Ja, das ist so mein Technik-Rucksack, würde ich sagen, für die Hinreise auf jeden Fall mal. Ich habe hier was super Cooles von Patagonia. Ist so, ich werde morgens um 4 Uhr hier bei mir zu Hause starten und mit dem Zug nach Köln fahren. Ich vermute mal, dass es kühl sein wird. Und auch unten in Chile und Argentinien, wenn ich in Feuerland bin oder die eine oder andere Wanderung hoch zu den Gletschern mache, wird es ja, nicht wirklich warm sein. Ganz cool. Diese Daunenjacke lässt sich in der Innentasche bequem verstauen. Wenn ich sie einmal rausziehe. Hat man schon eine warme Daunenjacke, die hält auch wirklich warm. Ich habe es schon ausprobiert. Und sie hat einfach ein super cooles kleines Packmaß. Einfach ideal, wenn man jetzt unterwegs ist. Ein Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr es euch anschauen, wenn ihr Lust habt, auch bestellen. Also wirklich keine schlechte Investition. Ich glaube, mit 180, 190 Euro ist man hier dabei. Genau, und man hat für abends was und auch wenn man irgendwelche, ja, Gletscherwanderungen macht. Ganz wichtig, meine GoPro. Ja, sei es für Unterwasseraufnahmen oder einfach, um auf meinen Gimbal zu stecken. Ein super Gerät. Ich habe jetzt hier den neuesten, oder den neuesten, den es gab von Fayutech. Keine Ahnung, wie sich das nennt. Auch da findet ihr ihren Link unten. Da kann man sie einfach reinspannen und ja, man hat einfach ein super cooles, stabilisiertes Bild. Eine total klasse Kameraführung auch oder für Effekte. So, meine zweite Kamera, die ich mitnehmen werde, ist eine Canon
G7X Mark II. Ich habe die ja schon in einem anderen Video gezeigt mit so einem Micromuff. Ich möchte die ganzen Logos abkleben, einfach damit sie nicht ganz so neu aussieht. Ja, minimiert wieder die Gefahr einfach, dass jemand sie einsteckt. Ich bin total super begeistert von der Qualität. Ja, das ist jetzt ein Live-Video aus der Canon G7 Mark X. Ja, ich bin super begeistert davon, kann sie nur empfehlen. Auch von dieser Kamera gibt es wieder unten einen Link. Dies wird meine Haupt-Vlogging-Cam sein. Ja, sprich, damit werden eigentlich die meisten Videos gemacht. Und auch da einfach eine kleine Tasche dazu gekauft, damit sie geschützt in der Tasche liegt. So, dann habe ich eine Verlängerung für meinen Gimbal, einfach um coole Effekte zu haben. Man kann es oben drauf schrauben und einfach unten am Boden entlang nach oben. Ja, ihr werdet es dann sehen in den Videos. Klar, Brillenetui für meine Brille, ohne die geht es nicht, wobei ich versuchen werde, sie so wenig wie möglich zu tragen. Dann habe ich noch eine Sonnenbrille mit Stärke dabei. Ein Gorilla-Pod, super praktisch, man kann es einfach überall mit festmachen. Hier mit einer kleinen integrierten Wasserwaage, auch super cool zum Leveln. Ja, auch das begleitet mich jetzt schon seit 2008 oder 2009. Habe ich mir damals mal gekauft für Ägypten und Thailand. Ja, und seitdem verrichtet es gute Dienste, war auch mit einem Kollegen schon in Thailand. So, und dann mein Herzstück. Und das war ich auf den letzten Reisen eigentlich nie. Ja, mein MacBook. Ein bisschen personalisiert mit meinen Aufklebern. Childfit MK. Dann habe ich ja, meine Kamera mit vorne drauf. Die habe ich auch, seitdem ich das Ding eigentlich habe, mit dabei, weil ich eigentlich früher viel fotografiert habe und auch so ja, gerne Fotos mache. Das ist ein MacBook Pro 13 Zoll mit einer recht guten Ausstattung. Ich glaube, ich habe 8 GB Arbeitsspeicher, eine 250 oder 256 GB SSD dabei. Zwar die interne Grafik, aber sie tut super für Videoschneiden. Geschützt wird das Ganze mit so einer Neoprenhülle. Wasserdicht ist das Ding leider nicht. Genau, das war der Inhalt vom ersten kleinen Rucksack. Sprich, mein Daily-Rucksack, den ich ja, unterwegs immer benutzen werde. So, ja, und das ist mein großer Travelmate, mein Farpoint 40 von Osprey. Ich habe so viel Gutes gehört und gelesen im Internet, dass ich mir den letztes Jahr gekauft hatte, beziehungsweise zu Weihnachten gewünscht habe. Und den ja schon mal in Marokko dabei hatte. Das Video findet ihr entweder rechts oder links. Ja, ist erstaunlich, was da reinpasst. Da ist im Prinzip alles drin, was ich für eine Woche benötige. Ganz vorne im Fächchen habe ich immer griffbereit, gerade wenn ich fliege, meine Kultursachen, zumindest die ganzen Flüssigkeiten. Ich habe hier ein Desinfektionsmittel, mein Shampoo, die Sonnencreme, dann eine Creme für Hand und Gesicht und meine Zahnpasta. Alles in maximal 100 Milliliter Behältern. Genau. Von den Tüten habe ich übrigens noch zwei, drei als Ersatz dabei, weil die gehen hier bei mir ziemlich schnell kaputt, zumindest der Verschluss, und ich finde sie einfach super praktisch. Dann kommen wir ins zweite Fach, das ist normal, ich nenne es immer das Technikfach. Wir haben hier ein Fach für einen Laptop, der würde jetzt sogar auch noch reinpassen. Sprich, ich kann auch den hier sicher in dem Rucksack transportieren, abends mal einschließen, wenn ich noch unterwegs bin oder das Hostel verlasse. Genau, dann ist auch hier super safe drin. Ja, hier habe ich drin so einen Gummiband zum Sport machen. Dann habe ich dabei eine Powerbank. Das sind 20.000 mA. Das ist das Maximale, was mit ins Handgepäck darf. Auch da solltet ihr darauf achten, was die Fluglinie vorschreibt. Dann habe ich so eine kleine praktische grüne Tasche. Hier habe ich eine 2 TB externe Festplatte dabei. Die ist wasser- und stoßfest. Ja, dann eben hier USB-Kabel, noch ein USB-Stick zur Datensicherung, falls die Festplatte mal voll ist oder ich einfach Daten transportieren möchte. Und ja, ein paar Speicherkarten für die Kameras. Und ich habe hier einen Nachbau-Akku für mein MacBook. Genau, hier habe ich nichts mehr drin. So, im Hauptfach ist eigentlich so das, was ich die ganze Woche über benötige oder was ich an mir trage. Das heißt Klamotten, Handtuch etc. Und noch anderes Zubehör, oder kann ich euch das schon mal zeigen. Was ich mir geholt habe, ist jetzt für das erste Halbjahr durch Südamerika und Zentralamerika Landkarten. Einfach so ein bisschen die Reiseroute festzuhalten. Die sind ganz cool, die sind jetzt nicht so groß, dass man zwei Tische braucht. Und wasserfest vor allen Dingen. Sprich, ich kann da auch mit einem Edding gut draufmalen und, oder im Regen einfach stehen und die nächste Route planen, wo es lang geht. Genau, davon habe ich 3 Stück dabei. Einmal Brasilien, Zentralamerika und noch Südamerika. Dann habe ich dabei
ein kleines Heftchen, einfach um Kontaktdaten aufzuschreiben, irgendwelche besonderen Sachen. Irgendwie sowas zum Schreiben ist ganz cool. Sollte man auf jeden Fall dabei haben. Dann habe ich hier noch eine wasserdichte Tasche. Die kann ich zum Beispiel auf Tagestouren mitnehmen. Ich habe jetzt hier drinne Haushaltsgummis und hat sich wieder das verabschiedet. Kabelbinder und ein paar Stifte, Kugelschreiber und das zweite weg. Kugelschreiber ist eigentlich so das Standard, was ich immer dabei habe. Einfach weil man im Flugzeug die ganzen Zollformulare ausfüllen muss. Und ja, das ist nicht immer sicher zu gehen, dass das Flugpersonal welche hat. Ja, und wie gesagt, eben noch Ersatz. Das sind jetzt hier Gefriertüten vom Aldi. Die ist aber auch, ja, die sind zugelassen fürs Handgepäck. Dann habe ich hier einmal eine wasserdichte Handyhülle. Das Ding war nicht teuer. Ich weiß nicht, ob ich es brauchen werde. Einfach ja, wenn man unterwegs ein bisschen navigiert, sei es vom Busterminal zum Hostel zu kommen oder vom Hostel zum Flughafen oder ja, einfach in die nächste Mall oder zum nächsten Markt. Und ja, wetterunbeständig ist, kann man das Handy reinpacken. Ist ganz gut hier diese Folie, die reagiert auf den Finger. Ich habe ja ein iPhone, die sind immer ein bisschen empfindlich, was der Touchscreen angeht. Das Samsung, was ich da vorne, war wesentlich einfacher und komfortabler zum Bedienen. Dann habe ich hier noch meinen Kulturbeutel. Den werde ich benutzen, wenn ich jetzt einfach länger an einem Ort bin. Dann werde ich die Sachen aus der Gefriertüte hierhin umpacken. Was ich jetzt für einen Transport hier drin habe, ist einfach eine Zahnbürste. Die habe ich jetzt hier noch so verpackt. Ich habe diese Schutzkappe nicht gefunden. Oder vielleicht hole ich mir auch noch eine kleinere gerade zum Reißen. Dann Zahnseide. Wachs für die Haare. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht zu Flüssigkeiten zählt und ich das eigentlich in die Tüte geben muss. Ich werde es jetzt mal so probieren. Der Pottich ist recht groß und ich habe wieder Angst, dass oben der Verschluss kaputt geht. Dann mein Deo und meine Rasierer. Wobei ich bei meinem Trimmer hier überlege, ob ich den nicht zu Hause lasse. Einfach weil ich den Bart gerne ein bisschen wachsen lassen würde. Und auch man kann unterwegs einfach zum Friseur gehen und sich da den Bart schneiden lassen. Den Luxus kann man sich mal gönnen. Hier in diesem kleinen Fächchen habe ich noch einen Minikamm, eine Nagelfeile von Essence. Übrigens sehr männliche Farben in Pink-Weiß. Gab keine in Blau-Weiß. Und noch eine Pinzette und einen Nagelknipser. Dann noch ein zweites kleines wasserdichte Packtasche mit meinem Impfpass und dem internationalen Führerschein. Genau, von den ganzen Sachen, sprich Impfpass, internationaler Führerschein und Reisepass, habe ich überall Kopien in der Dropbox abgelegt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und ich werde mir auch Kopien, einmal laminiert und einmal nicht laminiert, mitnehmen, sprich, wenn man es an der Grenze irgendwie vorzeigen muss. Oder ja, wenn man sich unterwegs ausweisen muss, aber die Sachen nicht dabei haben möchte. Genau. Und hier nochmal so eine kleine Umhängetasche. Passt ein bisschen Geld rein, die Kreditkarte und der Reisepass. Kann man geschickt unter ein T-Shirt tragen und es trägt nicht dick auf. Da sind auch die Sachen ein bisschen besser geschützt, als wenn man es jetzt irgendwo in der Hosentasche hat. Und eben meine ganzen Sticker, die ich mir gemacht habe. Der Plan ist, an irgendwelche Orte zu gehen. Natürlich da, wo schon Kleber kleben und schon ziemlich viele Kleber kleben, einfach meinen dazu zu setzen, um einfach so ja, zu zeigen, dass ich da war. Vielleicht haben die Leute Lust und schauen da drauf, wer weiß. Genau. Oder eben in so Gästebücher von Hostels. Kann man vielleicht mal machen. Wer weiß, ob ich sie danach wirklich gebraucht habe, aber das können wir dann in einem Jahr sehen. Ich habe hier mein Schlafsack-Inlay und ein Handtuch. Ich habe das Ganze nicht in diesen eingerollten Sachen, einfach weil diese Rollen, finde ich, viel mehr Platz wegnehmen, als wenn ich das so oben drauf lege. Das ist so ein Mikrofaserhandtuch, das ist ultra schnell trocken. Und auch hier dieser Schlafsack aus Baumwolle ist super cool. Hier habe ich einfach so einen Wäschebeutel für die Dreckwäsche, ein Raincover für meinen Osprey-Rucksack. Dann habe ich hier noch von Tatonka einen wasserdichten Packsack. Dann habe ich hier zwei Beutel mit GoPro-Zubehör. Einmal so einen Gurt für die Brust. Ich habe hier noch einen Handgurt und so verschiedene Adapter. Das heißt für so einen Rohr am Roller, am Motorrad oder am Mountainbike. Werde ich teilweise einsetzen beim Schnorcheln oder auch bei Mountainbiken in Bolivien. Nochmal GoPro-Zubehör. Ich habe hier einmal einen Selfie-Stick dafür. Im Prinzip bräuchte ich den jetzt eigentlich gar nicht mehr, wenn ich dieses Gimbal habe.
Ja, das Ding hatte ich davor schon. Ich nehme es jetzt einfach mit, es ist nicht schwer. Und zur Not kann ich auch das irgendwo unterwegs liegen lassen. Vielleicht freut sich jemand, der kann es gebrauchen. Und hier einmal so zum Schnorcheln mit so einem luftgefüllten Griff, dass die GoPro nicht untergeht. Dann habe ich alles weitere in Packtaschen verstaut. Super praktisch, einfach man ist organisiert. Man hat die ganzen Sachen übersichtlich beisammen. Ich habe ziemlich viele. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Packtaschen. In den Sets sind meistens 3 bis 4 drin, eine große, eine mittlere und eine kleine. Ich habe im Prinzip fast alles in solchen Taschen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Packtasche. Wenn wir schauen, mit meinen ganzen Akkus für die Canon und für die GoPro. Nochmal ein kleines, wie heißt es, eine kleine Powerbank für unterwegs. Eine Ersatzlinse für die GoPro. Linsenputzzeug. Ladegeräte für die GoPro-Akkus, den Trimmer und die Canon-Kamera und diverse Kabel. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen viele Kabel, das wir sehen können. Ich habe einmal 3 Stück für normale Mini-USB. Da kann ich jetzt im Prinzip gleichzeitig die ganzen Sachen aufladen. Ich habe auch 3 Anschlüsse an meiner Powerbank. Dann zweimal ein Kabel fürs iPhone. Da lasse ich vielleicht eines da und gucke unterwegs, wenn es kaputt geht. Man kann ja zum Glück alles nachkaufen. Das ist ein bisschen schade, die GoPro hat einen extra Anschluss, also noch ein GoPro-Kabel. Und hier Kabel für Ladegerät. In-Ears zum Videoschneiden, Musik hören, alles Mögliche. Das Ding habe ich schon seit 2008, seit meinem ersten Laptop. Die sind immer noch da und gut. Dann habe ich hier einen kleinen Packsack, also einen Packwürfel, eh besser gesagt. Da ist auch wieder so lauter Krimskram drin. Kohletabletten, Ibuprofen. Ich habe es meistens wegen Kopfschmerzen und der Hitze. Einen Würfel, einen Reiseadapter für verschiedene Steckdosen für verschiedene Länder. Einen schwarzen Edding. Diverse Schlösschen mit so einem Sicherungskabel, wo man es ans Bett zum Beispiel binden kann. Aber auch eine normale Version. Und noch ja, so einen Locker mit Schlüssel für einen Spind. Und was ich cool finde, was ich gesehen habe bei manchen, so Plastikbesteck. Ist für mich die einzigste Möglichkeit, ich sag mal, Besteck oder ein Messer hier, das soll ein Messer sein, mitzunehmen. Dadurch, dass ich ja mit Handgepäck reise, darf ich mein Taschenmesser nicht mitnehmen. Und ja, eigentlich total nervig, weil jetzt gerade in Costa Rica, wo ich vor 2 Jahren war, super cool, man hat das Messer in der Tasche, den Rucksack mit, geht auf den Markt und lässt sich da eine Mango, oder lässt sich eine Mango geben oder eine Avocado, das ist einfach himmlisch. Und wenn man das dann gleich irgendwie aufschneiden kann, einfach perfekt. Dann habe ich hier noch einen kleinen Packwürfel. Da ist jetzt meine Unterwäsche drin. Ich habe Klamotten dabei für 3 bis 4 Tage plus das, was ich im Prinzip anhabe. Genau, Socken, Unterwäsche, eine Schlafhose noch, wenn es ein bisschen kühler wird. Von den Socken habe ich hier solche, was ist, sind das so Sneaker-Socken dabei und ein Pärchen Trekking-Socken zum Wandern. Also auch hier nur die Basics. Wenn ich unterwegs noch was brauche, kann ich es auch einfach unterwegs kaufen. Das ist das Tolle, dass man weltweit alles einfach zur Verfügung hat. Dann habe ich hier noch 2 von diesen großen Packwürfeln. Die sind sortiert nach Sommerklamotten und nach Nicht-Sommerklamotten, würde ich es mal nennen. Ich habe halt in der einen großen Packtasche, kann man auch mal reinspickeln, ja, verschiedene T-Shirts. Also ich bin ein Träger, aber ich mag sehr gerne die eher dunklen, gedeckten Farben. Ich habe hier geguckt, dass eben alles zu der kurzen Hose, zu der langen Hose und so weiter passt, damit es auch eine Einheit ist, dass ich das untereinander kombinieren kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade wenn man so wenig Klamotten einfach dabei hat, dass man da guckt, dass man hier universell ist und jetzt nicht irgendwie knallbunten Sachen, die jetzt so eben nur ein Outfit ergeben, sondern dass man untereinander tauschen kann. Dann habe ich hier klar Badehose dabei, die man auch als kurze Hose tragen kann. Eine kurze Sporthose, falls es mich ins Fitnessstudio verschlägt, was bestimmt passiert, oder wenn man eben sein Workout am Strand macht, joggen geht etc. Und noch hier noch so eine dünne Hose einfach, auch zum Sport machen, man kann es drunter ziehen. Unter die Trekkinghose, wenn es jetzt wandern geht und es ein bisschen kühler wird, auch die hält super warm. Gerade auch zum Sport machen, als First Layer, ja, um einfach so eine kurze Hose drüber zu ziehen. Der zweite Packsack sind jetzt die Sachen drin für die kälteren Tage. Bis auf einen Teil, das passt jetzt nicht wirklich dazu. Schauen wir mal rein. Einmal ein Hemd. Ein kurzärmliches, welches auch wieder zu allen möglichen Sachen passt, die ich dabei habe. Einfach, wenn es abends ein bisschen schicker wird, wenn man irgendwie mit
anderen Leuten aus dem Hostel ja, in eine Bar geht, in ein Restaurant geht oder einfach an Örtlichkeiten, wo es einfach passend ist, wenn man ein bisschen schicker gekleidet ist. Dann einen Pullover aus Baumwolle, meine einzigste lange Hose. Das ist eine Trekkinghose. Ja, die kann man zu allem anziehen. Wenn man mal doch eine Jeans braucht, meine Güte, dann, weiß nicht, leiht man sich eine aus im Hostel oder man geht eine kaufen. Da geht die Welt dann nicht unter. So, das waren die zwei großen Packsäcke. Was ich hier unten drin noch habe, ich habe mich lange gegen gewehrt. Einfach, weil das Ding riesig ist und teuer. Und ich eigentlich dachte, ja gut, ich habe ja ein Schloss mit Kabel, wo ich den Rucksack ans Bett binden kann. Ist hier so ein Packsafe. Im Nachhinein denke ich, ja, ist eine gute Investition. Aber auch dem Grund, das Ding ist riesig, da passt alles Mögliche rein. Das Ding ist wohl aus schnittfestem Material. Wir haben ja so eine, ich nenne es mal Maschendrahtzaun mit innen drin, das jetzt nicht so einfach mit einem Taschenmesser zum Durchschneiden ist. Und wenn man mal guckt, was da reinpasst, jetzt hier mein MacBook, mein Laptop, ich kann das Gimbal reinpacken, meine Kamera, irgendwelche Dokumente, ja, den kleinen Geldbeutel oder Reisepass, Geld, irgendwie so der Not-Dollar-Groschen, passt alles rein, ist hier ganz einfach zugezurrt und man kann es eben mit diesem Mechanismus dann ja, an irgendwelches, an eine Brüstung vom Bett oder sowas dran binden oder an irgendeine Heizungsstange, wo eben ja, nicht einfach jemand das wegnehmen kann. Das Ganze ist kein 100% Schutz, das ist klar. Das ist jetzt eher nur so eine erste Abschreckung. Die kommen meistens eh ins Hostel, versuchen es mitzunehmen, wegzureißen und dann merken sie, dass es eben fest ist und dann lassen sie davon ab, weil es dann schon wieder zu viel Arbeit ist, hier irgendwie das Kabel durchzuschneiden oder sie eben gar kein Werkzeug dabei haben. Genau, deswegen habe ich es gekauft, auch wenn es eben ja unten im Rucksack recht viel Platz wegnimmt. Aber ich denke, wenn sich das in der ersten Jahreshälfte bewährt oder am Anfang bewährt, werde ich es behalten. Ansonsten werde ich auch das irgendwie dort lassen oder weitergeben. Ja, wie schon gesagt, waren für mich diese ganzen Videos mit oder was die anderen Leute mit dem Rucksack haben, sehr hilfreich. Wenn es für euch hilfreich war, um zu sehen, was ich alles dabei habe, was ich alles mitgenommen habe, dann lasst mir gerne einen Daumen oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wo ihr sagt, hey Markus, das haben wir nie gebraucht, was du jetzt dabei hast, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, damit ich da auch mein Gepäck in den nächsten Tagen einfach ein bisschen optimieren kann, damit ich mich einfach nicht ja, abschleppe unterwegs. Vergesst mich nicht zu abonnieren, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Wie gesagt, in 10 Tagen geht's los, ab dann folgen 1 bis 2 Videos jede Woche, Internet vorausgesetzt. Ja, um einfach zu sehen, oder dann könnt ihr sehen, was ich unterwegs mache, wo ich mich gerade befinde und auch so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Dann macht's gut, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder von Mexiko aus. Ciao!